hatte jetzt gerade gestern ein Video gesehen von der Eva Maria Pfeiffer. Ich weiß nicht, die meisten, die zumindest so im Internet unterwegs sind, die Mahnwachen dort auch verfolgen, werden sie kennen. Ist ja eine gute Seele von der Berliner Orga, von der Berliner Mahnwache. Und sie hatte eben halt auch nochmal darauf hingewiesen mit der Anzahl der Menschen. Wir waren vorletzte Woche ungefähr 80 Personen, letzte Woche waren wir um die 150. Heute sind wir, weiß ich nicht, Urlaub, Wetter, keine Ahnung, wieder ein bisschen weniger. Es ist halt so, dass wir mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Menschen sind, aber es sind ja eben halt auch viele Menschen im Hintergrund. Und sie sprach eben halt auch gerade an, dass wir daran halt nicht verzweifeln sollen an der Anzahl der Personen und dass wir uns eben halt auch wieder auf die Kernthemen fokussieren sollen, um was es hier eigentlich geht. Und es geht hier um Frieden, um Freiheit, um Gerechtigkeit für alle Menschen. Und das ist das Hauptziel unserer Mahnwachen und dafür stehen wir hier und dafür kämpfen wir. Und alles andere nebenbei, wir machen auch die Arbeitsgruppen, da möchte ich euch auch jeden von euch einladen, mit dabei zu sein bei den Arbeitsgruppen. Wir haben eine Arbeitsgruppe für Medien und Presse, wo wir einfach schauen, wir kriegen demnächst hier neue Banner, die erarbeiten wir zusammen, wir arbeiten neue Flyer zusammen. Wir schauen einfach, wie gehen wir nach draußen, wer da Interesse hat oder vielleicht auch ein gutes Händchen dafür, solche Sachen zu gestalten. Bitte macht einfach bei diesen Arbeitsgruppen mit. Wir haben eine Arbeitsgruppe für Ernährung und Bewusstsein. Wir haben eine Arbeitsgruppe für, was haben wir denn noch? Presse und Medien, hatte ich gesagt. Ja, also wir sind halt sehr aktiv auch im Hintergrund. Also wir sind nicht nur montags hier, sondern wer möchte, kann auch weiterführend Sachen, Dinge mit uns gemeinsam machen. Wir haben da keine Hierarchie. Jeder kann mitmachen, wie er möchte. Und ja, einfach sich einbringen. Also es ist kein One-Way hier, wir erzählen euch nicht, was gemacht wird, sondern es wächst zusammen als eine große Gemeinschaft. Wichtig ist, das Hauptziel im Kopf zu haben, wofür wir hier stehen, für Frieden, für Freiheit und für Gerechtigkeit. Und alles andere entwickelt sich daraus. Ja, und dann möchte ich eben halt euch alle bitten, was heißt bitten, einladen, eben halt auch die neue Webseite, die wir jetzt seit einer Woche haben, www.mahnwache-braunschweig.de zu besuchen, euch dort kostenlos in dem Forum anzumelden. Ihr braucht dort da nicht viel Daten oder irgendwas angeben, aber dort könnt ihr dann eben halt mitdiskutieren, mitentscheiden, miteinander euch austauschen, weil viele ungerne das bei Facebook tun. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein eigenes Forum, wo wir dann halt auch unter uns sind. Ihr seid alle herzlich eingeladen, daran eben halt auch aktiv oder auch passiv mitzuwirken. Ja, viele sagen, was kann ich denn tun, wie kann ich denn helfen? Das eine ist natürlich die Aktivisten, also die Menschen, die auch aktiv werden wollen, die sagen, okay, ich stelle mich mit hier hin, ich trage auch mal eine Rede vor, ich bereite in dem Bereich was vor. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich kann gar nicht hier hinkommen. Zurzeit bin ich noch so in dem System verhaftet, ich darf hier mein Umfeld nicht sehen, meinen Arbeitgeber nicht sehen. Was kann ich denn tun? Wir versuchen möglichst viel ohne Finanzen, ohne Geld hier auch zu machen. Und das sieht man, wie gesagt, an diesen Verschenkaktionen, die wir eben halt auch fahren. Aber einige Sachen, die bekommen wir leider noch nicht umsonst. Wir brauchen jetzt für den Herbst, für den Winter einen neuen Pavillon. Den haben wir also heute in Auftrag gegeben, damit wir hier dann auch im Trocknen sind. Wir wollen dann gerne noch zwei, drei dazu holen, damit wir hier den halben Platz zumachen können, damit eben halt alle schön im Trocknen sind, auch wenn es mal schneit oder regnet. Wir müssen Flyer drucken. Wir haben noch keinen Drucker gefunden. Wenn jemand einen Drucker kennt, der uns vielleicht mal 10.000 Flyer halt mal durchschießt, auch okay, gerne. Aber ansonsten, wir haben, ja, Angela hat die Spendenbox, ich weiß nicht, Jasmin? Hat Angela dir die Spendenbox gegeben? Okay. Sonst haben wir hier eine Spendenbox, wo ihr eben halt euch dann auch auf der Ebene beteiligen könnt, um mitzuhelfen. Also es gibt ganz, ganz viele Wege, wie ihr der Bewegung den Rücken stärken könnt. Und da möchte ich gerne noch aufmerksam machen, am 1. September, das hatte ich letzte Woche schon gesagt, am 1. September ist der Weltfriedenstag. Und natürlich, wie kann es anders sein, es ist ein Montag. Und da haben wir uns also auch entschlossen, dass wir hier von der Montagsmahnwache etwas mehr machen möchten wie sonst.
Das heißt, wir werden dann hier ab 13 Uhr aufbauen. Wir werden dann hier einen Infostand haben für Menschen, die sich einfach mal informieren wollen über die Situation in der Welt, über die Kriegsgebiete, über unsere Aktionen, einfach mit uns mal sprechen wollen, die sich vielleicht auch mal nicht hier hintrauen, wenn wir hier in der Menge stehen. Wobei, ihr könnt hierher kommen, keiner weiß, seid einfach mit dabei. Also das wollen wir dann ab 13 Uhr machen. Ab 16 Uhr ist Peter gerade dabei, ein paar Musiker zu engagieren, was heißt zu engagieren, anzusprechen, dass sie hier hinkommen, dass ab 16 Uhr hier ein Friedensjam von einigen Musikern gemacht wird, weil Musik ist auch immer etwas, was den Menschen anzieht. Oder ab 18 Uhr werden wir dann hier wieder ganz normal mit unserer Mahnwache dann fortfahren. Und ich hoffe, dass wir da sehr, sehr viele Leute in dieser Zwischenzeit von 13 Uhr an einladen können, dann abends um 18 Uhr mit uns hier bei der Friedenmahnwache zu sein. Wer sich da jetzt auch noch einbringen möchte, organisatorisch, wir möchten dort gegen Spenden, wir wissen noch nicht genau, wofür wir das machen werden, da werden wir aber noch festlegen, für beispielsweise für die Ukraine oder mal sehen, wo gerade was nötig ist. Wollen wir also Kuchen und Kaffee und so weiter halt ausschenken an Gäste, die dann hier sind. Und ja, wer da mithelfen möchte, wer Kuchen backen möchte, wer am Infostand sich beteiligen möchte, beim Aufbauen helfen, einfach am besten im Forum, kurze Notiz, damit wir einfach wissen, wofür steht ihr, wofür seid ihr da und damit ihr dann auch mit eingeplant werden könnt.